Dürrenmatt wäre vor wenigen Tagen 100 Jahre alt geworden. Ein Monument. Aber in Sachen der Religion und des Glaubens ein Fragender, der seine Zweifel in seinen Werken vielfältig zum Ausdruck gebracht hat. Er hat sich regelrecht an Gott abgearbeitet und mit seinem Glauben gerungen, den er, Zitat, bewundert, weil er ihn verloren hat. Viele gute Gründe also, sich auch in der Kirche und als Theologin oder Pfarrer mit Friedrich Dürrenmatt zu beschäftigen. Ich lade Sie ein zu einer fünfteiligen Predigtreihe über den großen Schweizer Literaten und Künstler und freue mich, sind Sie heute beim Auftakt mit dabei. Herzlich willkommen. Die Geschichte, um die es heute geht, die hat ihn nicht mehr losgelassen. Ich stelle ihn mir vor, den kleinen Friedrich, der sich neugierig in der Bibliothek seines Vaters umsah und dabei nach einem dicken Buch über die Reformation griff. Er verschlang den Bericht über das sogenannte Täuferreich von Münster. Spannend wie ein Krimi. Eine Provokation für die damalige junge protestantische Bewegung in Deutschland. In den 1530er Jahren radikalisierten sich die reformatorischen Anführer in Münster und deren Anhänger scheuten nicht vor Gewalt zurück, um dem Reich Gottes in dieser Welt oder zumindest in der Stadt zum Durchbruch zu verhelfen. Eine regelrechte Diktatur entstand mit allem, was dazugehörte. Bildersturm, radikale Gütergemeinschaft, Hybris der Elite, Verfolgung Andersdenkender sowie diverse moralische Irrwege. Womöglich hat das Gelesene auf den jungen Friedrich im Arbeitszimmer seines Vaters im Pfarrhaus von Konolfingen befremdlich gewirkt. Doch mindestens ebenso muss es ihn fasziniert haben. Die Kraft dieser Bewegung, das Provokationspotenzial von Religion und die Rechtfertigung von Machtmissbrauch im Namen eines guten Gottes. Die Geschichte vom Täuferreich in Münster stand für den jungen Dürrenmatt von da an für alles Kontroverse, für alles Unvereinbare von Religion und Glaube. Abstoßend zwar, aber dennoch einnehmend. Die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben, mit der protestantischen Theologie und mit der Religiosität der Menschen haben Friedrich Dürrenmatt zeitlebens umgetrieben. In seinem literarischen Werk immer wieder,
aber auch in seinen Bildern, die den wenigsten bekannt sind. Und in der Kunstform des Theaters schließlich hat er die Bühne gefunden, um beides zusammenzubringen. Die Geschichte der radikalen Reformation in Münster hat er gleich zweimal inszeniert. Es war sein erstes Theaterstück überhaupt und wurde 1947 unter dem Titel »Es steht geschrieben« uraufgeführt. Und wie das inspirierende Geschehen 400 Jahre zuvor, so hat auch die Inszenierung provoziert. Nicht wenige fanden sie gotteslästerlich und wandten sich entrüstet ab. Ja, das Stück, das war damals ein Skandal, aber es war natürlich auch willkommene PR, die dem 26-jährigen Dürrenmatt die Türen zur europäischen Theaterszene öffnete. Doch die Polemik hörte einfach nicht auf, sodass Dürrenmatt kurzum weitere Aufführungen nicht mehr erlaubte. Er überarbeitete dann in den Jahren danach das Stück und brachte es 20 Jahre später als Die Wiedertäufer noch einmal auf die Bühne. Diesmal gingen die Entrüstungswogen deutlich weniger hoch. Aber Dürrenmatt war ja auch kein junger und unerfahrener Autor mehr, sondern in der Zwischenzeit zu einem international anerkannten Dramatiker geworden. Und als solcher schrieb Dürrenmatt oftmals Texte und Stücke, die wie Gleichnisse funktionierten. Zeitlos, universell und übertragbar auf verschiedene Kontexte. Es sind Beispiele, wie die Bibel Dürrenmatt beeinflusst hat. Nicht nur formal, indem er Gleichnisse verwendete, sondern auch inhaltlich. Gleichnisse wollen extreme Haltungen einordnen und zurechtweisen, wollen abwägen und gangbare Wege weisen. Ein Gleichnis ist Widerstand gegen religiös-dogmatischen Fundamentalismus, früher wie heute. Und ein Gleichnis behält den Hörer oder die Leserin in der Verantwortung für ihr Umfeld und die Mitmenschen. Es geht immer um den Fall Menschheit, hat Dürrenmatt einmal 1967 zu Die Wiedertäufer gesagt. Es geht immer um den Fall Menschheit. Das Publikum muss den Mut haben, zu erkennen, inwiefern es um uns alle geht, hat er gesagt. Ein Gleichnis, eine Theaterinszenierung, das sind zwar einerseits künstlerische Ausdrucksformen und haben in dem Sinne natürlich einen eigenen Wert. Sie drehen sich bei Dürrenmatt aber nicht um sich selbst, sondern um andere, um die Gesellschaft und um das Zusammenleben. Und diesbezüglich verfolgte er durchaus prophetische Absichten in der Art eines Mahners, aber nicht eines felsenfest überzeugten Mahners, sondern eines fragenden Zweiflers, der an biblischen Motiven und Geschichten festhält, indem er sie benutzt und ihrer Wirkkraft vertraut. Ich glaube auch an die Wirkkraft und an die Überzeitlichkeit biblischer Geschichten. So sollen an dieser Stelle zwei Sätze von Paulus auf Dürrenmatt treffen. Sie stehen im 1. Korintherbrief, in welchem Paulus gegen Spaltungen in der christlichen Gemeinde in Korinth anschreibt und Missstände korrigieren will. Paulus schreibt dort: Es gibt verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allen. Durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Paulus klärt im Brief auf, er prangert Unwissenheit an, welche rasch in Ungerechtigkeit und Machtmissbrauch umschlagen kann. Er fordert einheitliches Einstehen für gemeinsame Werte, Einstehen für Menschlichkeit, die Geschenk und Verpflichtung zugleich ist. Dürrenmatt hat die Paulusbriefe intensiv studiert. Mit Paulus fordert er uns alle auf, mit unseren Fähigkeiten Verantwortung zu übernehmen für die Menschen um uns herum, für unseren Wirkkreis und schließlich für die Welt.
Und das geht besser, wenn man die Gefahren aufzeigt, die ansonsten drohen. Was Krieg und Fanatismus mit den Menschen machen, wie abgründig der Mensch mit anderen umgeht, wenn er irrgeleitet ist. Das alles sind überzeitlich gültige Themen, sowohl bei Paulus als auch bei Dürrenmatt oder den biblischen Propheten. Es sind scheinbar Themen mit einer religiösen Dimension. Doch was heißt das schon? Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Die Religion, die den Menschen schuf? Oder der Mensch, der sich Religionen erdachte? Dürrenmatt äußert sich dazu so: Ich halte Gott für die fruchtbarste und zugleich furchtbarste Fiktion des Menschen. Fiktion also. Gott als etwas Erdachtes, als Fantasie, höchstens noch eine Hypothese. Jedenfalls einer, der sich kaum zu erkennen gibt. Hätte er, Gott, das getan und sich eben zu erkennen gegeben, hätte er eingegriffen in die Absurditäten des Täuferreichs in Münster und seinen echten Willen kundgetan, dann wäre es doch nie so weit gekommen. Dürrenmatt macht sich einerseits lustig über die Geschehnisse in Münster und gibt sie auf ironische Weise wieder. Auf der anderen Seite war damals aber auch ernsthafter religiöser Eifer zu spüren. Genauso wie heute, wo religiöser Fundamentalismus und Fanatismus von außen betrachtet häufig grotesk wirken, wo es den Betroffenen aber durchaus todernst ist. Schauen wir uns nur die Tagesschau an oder konsumieren wir News auf den verschiedensten Portalen. Bis heute wird von völlig skrupellosen Machthabern irgendwo auf der Welt berichtet, denen jegliche Menschlichkeit abhanden gekommen ist. Oder wir sehen Grausamkeiten gegenüber Andersdenkenden, Andersgläubigen, ausgeübt im Namen irgendeines Gottes. Das kam bei Dürrenmatt schon alles vor. Und wie bei ihm nähren solche schlimmen Ereignisse auch bei vielen von uns heute große Zweifel, ob da wirklich ein Gott ist, der alles in allen wirkt und das Beste aus jedem von uns herausholt. Aber eben Dürrenmatt blieb, zumindest in seinen jüngeren Jahren, weiter an diesem Gott dran. Zweifelnd und fragend und bisweilen provozierend. Aber er ließ ihn nicht los. Und ich glaube, dass Dürrenmatt mit seinen Stücken, Texten und Bildern nicht einfach uns als Publikum provozieren wollte. Uns wollte er aufrütteln. Denn schließlich meinte er ja eben, das Publikum muss den Mut haben, zu erkennen, inwiefern es um uns alle geht. Wir sind alle in der Pflicht, ob wir an einen Gott glauben oder nicht. Wir sind alle mitverantwortlich für das große Ganze, unabhängig davon, ob es darüber noch eine Kraft gibt, die alles schafft und am Leben erhält. Für Dürrenmatt war der Glaube etwas Subjektives, etwas Persönliches. Nichts, das er jemandem aufdrücken oder andererseits ausreden wollte. Insofern konnte er gar nicht wirklich provozieren wollen mit seinen Werken. Vielmehr waren sie Ausdruck seiner eigenen Suche. Und solange er suchte, wollte er auch etwas finden. Und so komme ich zurück auf meine Annahme, dass Dürrenmatt eben gar nicht sein Publikum provozieren wollte, sondern er wollte Gott selbst provozieren, diesen Deus absconditus, wie ihn Luther mal nannte, den verborgenen Gott. Denn eben Gott zeigt sich meist nicht oder jedenfalls nicht eingreifend, nicht korrigierend, nicht maßregelnd oder eindeutig. Dürrenmatt wollte den verborgenen, den abwesenden Gott provozieren und aus der Reserve locken, damit dieser sich offenbare. Doch solange Gott das nicht tut, liegt es an uns, den Mut aufzubringen, für das Gute einzustehen und es gegen alle Fanatismen und Extremismen zu verteidigen. Wir sind nicht Gott, aber wir sind Menschen, die nach dem Göttlichen fragen und suchen. Doch machen wir daraus kein Theater
Machen wir aus dieser Suche keinen Selbstzweck, der sich allein im Suchen erfüllt. Damit ist noch nichts verbessert und noch niemandem geholfen. Aber womit dann? Das Publikum muss den Mut haben, zu erkennen, inwiefern es um uns alle geht. Jeder und jede muss erkennen, inwiefern es um uns alle geht. Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung, so sagt man. Das ist doch schon mal was. Doch die Suche geht weiter. Wir sind gefordert, genau so, wie es schon Dürrenmatt war. So lässt er ausgerechnet den Bischof, einen Mann des Glaubens, in seinem überarbeiteten Stück die Wiedertäufer ganz am Schluss fragen: Diese unmenschliche Welt muss menschlicher werden. Aber wie? Aber wie? Amen. Vorläufig. Den nächsten Akt von Dürrenmatt und seinem Ringen mit dem Glauben können Sie bereits am kommenden Sonntag hören und sehen. Würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich Ihnen heute einen schönen Sonntag und eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie, wie Dürrenmatt, kritisch auf der Suche. Das ist zwar, so Dürrenmatt, unbequem, aber nötig. Gott behüte unser Hinausgehen und Hereinkommen von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen.